Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Trine. Ich bin der Rio und ich würde sagen, wir steigen gleich mal wieder ins Spielgeschehen ein. Als der Zauberer die Inschriften entschlüsselte, ursprünglich hatte ich eigentlich geplant, heute wieder ein paar Spielszenen von der Battlefield 3 Beta aufzunehmen. Genauer gesagt von der Map Caspian Border. Ich höre mal kurz zu. Ich bekomme von diesen ganzen Kämpfen Hunger. Warum hörst du mir nicht zu? Das ist Aufruhr. Wir müssen okay. Schnell zum Schluss. Upsala. Ja, ursprünglich wollte ich ein paar Spielszenen von der Battlefield 3 Beta Caspian Border aufnehmen. Dummerweise. Irgendwie. Oh, wie konnte ich das da aufnehmen hier? Ah, genau. Aber. Aber ja, die Beta ist zu Ende. Wer weiß, Überraschung, Überraschung. Ich habe das natürlich mal wieder komplett verpeilt. Was natürlich schade ist, weil ich gerne noch ein bisschen was gezeigt hätte, aber... Na. Ich glaube, ich wechsle mal eben den Charakter. Aber ja, alternativ spiele ich jetzt mal wieder eine Runde Trine. Hatte ich sowieso auch Lust drauf. Hätte ich wahrscheinlich auch heute noch gespielt. Noch gezeigt. So, ich werde mal eben eine Kiste schweben lassen. Und zack. Packen wir es da drauf. Ja. Finde ich trotzdem sehr schade. Also ich konnte Caspian Border nicht zocken. Das macht mich voll traurig. Die Map, das war nämlich genau die Map, die ich auch auf der... Scheiße. Das war genau die Map, die ich auch auf der Gamescom gespielt habe. Wow, wow, wow. Ja, das war genau die Map, die ich auf der Gamescom gespielt habe. Gerade deswegen macht mich das so ein bisschen, weil das traurig, weil das die Map war, die ich ziemlich cool fand. Die auch dieses Battlefield... Wow, 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 wow. Die auch dieses Battlefield-Feeling irgendwo vereint hat. Weil da gab es dann Jets und Panzer und die ganzen Morgs. Das wollte ich euch gerne noch zeigen, dass Battlefield 3 tatsächlich auch Battlefield 3 sein kann. Ja, das fällt jetzt ja leider so ein bisschen flach. Aber Trine ist auch schön, nicht wahr? Ach, da oben komme ich wahrscheinlich nicht mehr hin. Da kann ich mich hochschweben. Nee. Aber, ha! Ich kann doch... Kisten zeichnen. Warum mache ich das nicht einfach mal so? Ich vergesse immer diesen Kistenzeichen-Zauber. Ich spiele übrigens immer noch mit dem Xbox-Controller. Anfangs hatte ich ja gesagt, ich glaube, ich stelle wieder auf Tastatur um, aber ich habe mich eigentlich ganz gut dran gewöhnt. Na, ich will doch nur hoch. Von daher bleibe ich jetzt auch erstmal bei dem Xbox-Controller. Getreu dem Motto Never Change a Running System. Probiere jetzt ja trotzdem noch hochzukommen. Ich habe es geschafft. Ja, super. Schieben wir das mal hier wieder ein bisschen weg, dass ich da oben rauf kann. So. Wie machen wir das am besten? Oh, die kann ich da reinstecken. Ist ja praktisch. Mache ich das doch so. Zack. Uah. Na. Ja, ich finde Trine ist echt ein total schönes Spiel, also auch von der Hintergrundmusik. Ich höre da den Soundtrack auch mal auf Arbeit. Na, wo muss ich denn dann machen? Ah, hier oben. Zack, 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 zack. Ursprünglich dachte ich, heute würde mein erster Tag werden, wo ich... wo ich keine Abonnenten dazu kriege, weil ich den ganzen Tag irgendwie, ja, keine Abonnenten, wie gesagt, bekommen habe. Was auch nicht schlimm gewesen wäre. Steht mir nicht falsch. Das nervt mich gerade. Ich will hier runter. Was nicht schlimm gewesen wäre, im Endeffekt, aber... Ja. Den können wir doch runterschieben, oder? Aber tatsächlich habe ich dann doch noch ein paar Abonnenten heute bekommen. Wie, der trifft mich noch?
eigentlich ziemlich Wahnsinn. Also irgendwie wiederhole ich mich da ständig. Dass ich schon so schnell, dass ihr schon so schnell irgendwie mich mögt. Und ich als unerfahrener Tor dann tatsächlich schon ein paar Abonnenten kriege. Und Zuschauer. Uah, nein! Ja, zum ersten Mal bin ich eine Klippe hinuntergefallen. Gott, ey. Ich fass es nicht. Ja. So, und das habe ich doch schon mal ganz gut gemacht. Nein! Ich treffe mal oben den Balken. Es wird rausgeschnitten. Ja, zum ersten Mal dieser Bildschirm hier. Wie ungünstig. Ich glaube, ich nehme mal sie hier. Ich glaube, die kann sich ganz gut an... So. Just no comment. Diese blöden Ketten da oben auch, ne? Da unten ist aber jetzt was. Ah, Gott sei Dank. Sie lebt jetzt auch wieder. Wie? Die haben ein Schild. Die haben ein Schild? Ist ja was ganz Neues. Truhe öffnen. B. Jetzt kommen ja auch noch ein paar Leute und ich bin wieder ziemlich am Eimer. Ja, die kriegen durch Drachen keinen Schaden. Wie unfair. Wie unfair. Was wollte ich euch noch sagen? Ja, ich habe mir mal überlegt, was ich vielleicht für... Es geht... Oh, verdammt. Grundlegend geht es um Abo-Specials. Ich habe mir eine Zeit lang überlegt, was ich da machen könnte, ob ich da überhaupt was mache. Und jetzt bin ich tot. Ich wusste ja, dass ich da nicht ewig rumlatschen kann. Und kam eigentlich auf die Idee... Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Die... Oh, mein Typ lebt wieder. Ach, was tue ich denn? Ich habe es mir fast gedacht. Ich glaube, ich muss hier irgendwie Kisten oder sowas hinpacken. Gut, dass ich schon zwei Kisten stapeln kann. Wie komme ich jetzt hier hoch? Ja, Mensch, was mache ich jetzt? Irgendwie fehlt mir gerade so der Faden. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Da oben sind diese Dinger, aber die kann ich ja hier nicht benutzen. Zeichne eine Linie? Oh, toll. Das sagt er mir ja früh. Habt ihr das mitbekommen, dass ich eine Linie zeichnen sollte? War mir irgendwie komplett neu. Naja. Ja, Abo-Special. Ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht, toll. Als Abo-Special immer sowas mache wie, dass ich mein Equipment vielleicht aufbessere, dass ich vielleicht mehr anbiete. Quasi mehr von mir, das als Dank dafür. Uah! Das wird jetzt aber hier echt ein bisschen knifflig. Als Dank dafür, dass ihr meine Videos guckt und so weiter. Lustig, der ist ja da runtergefallen. Noch ein. Zum Beispiel, dass ich da eine TV-Karte mir hole, um auch Xbox-Spiele oder sowas aufzeichnen zu können. Ja. Aber ist alles noch unausgereift. Bin mir da noch nicht so wirklich sicher, was ich da tun soll. Oh, kann ich das Ding da so verkanten? Nee. Vielleicht so.
Auch nicht. Oh, ich hab's geschafft. Den holen wir da mal runter. So. Ist der. Irgendwie merke ich heute, ist nicht so ganz mein Tag. Auch was das Kommentieren angeht. Ich hoffe, ihr verzeiht mir die Schwäche, aber. Ich muss jetzt natürlich trotzdem noch mein Bestes geben hier. Zack. Aber ihr könnt mir einfach mal Vorschläge machen, was ihr davon haltet. Wenn ich das so machen würde, wie ich das gerade beschrieben habe mit den Specials. Ich weiß auch nicht, irgendwie. Specials sind ja schon dafür da, dass man sich bedankt. Aber, ich wüsste noch nicht so wirklich, wie. Beziehungsweise, ich hätte Ideen, aber. Ich weiß immer nicht, ob sowas auch gewünscht wird oder ob sowas beliebt ist. Ja, werde ich mir nicht mehr weiter Gedanken machen. Ist ja noch ein bisschen hin, also ich werde wahrscheinlich auch nicht vor 50 Abonnenten oder sowas ein Special machen. Außer ihr wünscht das, vielleicht wollt ihr das. Ich werde aber demnächst mal vielleicht ein paar Infovideos machen. Wobei ich letztens erst gemerkt habe, dass sowas echt kompliziert ist. Also ich habe das jetzt endlich mal irgendwie hinbekommen mit den blöden Einstellungen für Desktop-Aufnahmen, aber mein lieber Schwan, dann wollte meine ganzen Programme das nicht machen und ja. Das war keine spaßige Angelegenheit, sondern hat mehr Zeit gekostet, als ich ursprünglich dachte. Ich dachte, das würde ganz schnell gehen, aber ja. Ist dann wieder das Laientum, weil ich ja noch ein Anfänger bin. Noch ein Stückchen weiter. Ich habe mir jetzt auch geschworen, ich höre auf, ständig zu nerven mit, ja, ich finde super, dass ihr so positives Feedback gibt. Ich meine, das wisst ihr mittlerweile, ja, dass ich mich darüber riesig freue. Na, komm mal her. Oh je. Ah, ich probiere ihn da oben runter zu kriegen. Yay! Yay! Oh nein! Nein! Ich will doch nur die Dinger haben. Na toll, ich bin genau an der Position, wo er mich auf jeden Fall trifft. Wie ungünstig. Ich sollte die Dinger doch nochmal wegschieben hier. Zack, dann komme ich nämlich auch auf die Energiefiolen ran. An die Energiefiolen. Kann ich mit ihr eigentlich schon was Neues? Ah ja, stimmt, ich kann ja mit ihr grabben. Aber ich habe so viele Fähigkeiten, ich vergesse das immer wieder. Vielleicht komme ich da ja oben so ran. Oh yeah. Cool. Mensch. Ich muss mich mal öfter daran erinnern, dass ich sowas hier habe. Und Sprung. Ich habe es geschafft. Ja. Zack. Ich finde die Hintergrundmusik von Shrine so toll. Ich habe schon in meinen Dead Island Let's Plays ja erwähnt, dass mir bei Shrine das besonders gefällt, dass es so eine schöne musikalische Untermalung gibt. Und ich das wirklich sehr gerne Let's Playe. Wenn ich mich gerade ein bisschen doof anstelle hier. Komm schon her. Jawohl. So. Mir so ein bisschen gerade die Muße für ein ausgewogenes Kommentar fehlt. Ich glaube, ich werde ein bisschen krank. Ich muss mal mehr Tee trinken. Ich habe nämlich heute keinen Tee hier zu stehen. Zack. Aber Shrine, bisher stieß das noch nicht so bei auf Begeisterung bei euch. Also ich habe noch nicht so viele Aufrufe bei Shrine, wie beispielsweise bei Dead Island oder so. Wo ich ja wie gesagt mit Abstand am meisten Aufrufe habe. Na, ziemlich hoch. Hm. Kann ich den runterziehen hier? Zieh runter. Irgendwie...
nochmal probieren. Wahrscheinlich muss ich schnell rüber hüpfen. Ja, sehr gut. Wo war ich stehen geblieben? Bei Trine habe ich nicht so viele Aufrufe. Obwohl das eigentlich ein sehr schönes Spiel ist. Aber ja, es ist halt ein Indie-Game. Und... nein, 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 nein. Och Mann, das war ja klar. Das finde ich jetzt doof. Ich muss wieder zurück, aber ich will nicht zurück. Schaffe ich das doch irgendwie so? Vielleicht mit einem Stäbchen. So. Oh, bleib hier. Ah. Ja, so geht's doch. Wunderbar. Oh, Junge. Na komm, komm. Schlag doch, schlag doch. Hm? Oh, die können klettern. So. Oh. Nicht gut. Vielleicht bräuchte er wieder so ein Stäbchen. Nee. Eine Kiste dazu? Ich bombardiere jetzt nicht einfach die Dinger voll. So geht's doch. Haha. Und jetzt? Nein, wie komme ich denn da hoch? Vielleicht muss ich das ja drehen und mich hochkatapultieren. Oh, wei. Nein, nein, nein. Einfach mal hier schnell durchschlagen. In der Hoffnung, dass ich das allgemein einigermaßen gut überlebe. Ja, wie machen wir das am besten, Freunde? Ich weiß gerade auch nicht. Vielleicht erstmal hier die weg. Wegpacken und dann werde ich vielleicht mal hier so ein... Nee. Ich glaube, das ist nicht gut. Rotiere ein schwebendes Objekt. Mit A und D. Mhm. Oh wei. Schieb mich doch runter. Ja, schieb mich runter. Du doofes Ding. Das in die andere Richtung rotieren lassen. Hm. Ich stelle mich gerade echt ein bisschen doof an. Oh Mann, Leute. Was mache ich hier gerade eigentlich? Ich habe gerade echt einen Aussetzer. Da. Vielleicht. Hier ist jetzt aber auch wenig Sinn. Nee. Jetzt hängt das Ding auf jeden Fall mal fest, wenn ich mich jetzt hier raufstelle und dann vielleicht zum Balken runterzeichne. Dann mich hier hinstelle, aber komme ich dann so hoch? Jetzt könnte ich natürlich noch ganz clever mal mir eine Kiste hier holen. Die Kiste und dann irgendwie hoch. Ha! Ich glaube nicht, dass das der Lösungsweg war, aber wir haben es geschafft. Hey! Nächstes Level. Gut, das war's erstmal wieder von mir. Ein kleiner, aber feiner Part. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Let's Play Trine oder aber auch in einem anderen Let's Play. Ich wünsche euch was, euer Rio.